Verdürrt und zugenäht, die Sommerdürre hat alle Brunnen versiegen lassen. Frage deine Nachbarn, wie sie sich schlagen. Herzlich willkommen zurück zu Wild Flowers. Ja, in der letzten Folge, ich dachte gerade, ich hätte beim Rausgehen noch gesehen, dass ich was vergessen hatte, habe ich aber zum Glück nicht. Ah, aber die Blumen sind fertig. In der letzten Folge habe ich nämlich gesagt, dass wir uns bald aufmachen, dass wir den Herbst bald einleiten. Uns fehlten jetzt nur noch die Blumen und ich müsste hier unten, glaube ich, noch was abernten, wenn ich das richtig im Kopf... Nee, das habe ich schon abgeerntet. Okay. Den Honig, das ist der falsche. Den kann ich noch einsammeln. Nein, du solltest das nehmen, wo gerade markiert war, wo das Ausrufezeichen ist. Das war doch nicht das mit dem Ausrufezeichen. Der in der Mitte hat das Ausrufezeichen. Oh, ist das blöd, dass man das Bild nicht tauschen kann. Also nicht tauschen, sondern dass man das nicht drehen kann. Das würde einiges einfacher machen. Ja, und wie das Spiel natürlich wieder so drauf ist, gönnt es mir nicht, endlich mal dieses blöde Feld zu machen. Ich darf es einfach nicht. Es kommt nämlich schon wieder kein Unkraut, was ich verwenden kann. So langsam habe ich hier die Schnauze voll. Ganz ehrlich. Normalerweise hat man jeden Tag neue Büschel Unkraut und die ganze Zeit kann ich das Feld nicht machen, eben weil kein neues Unkraut kommt. Ich wollte gerade sagen, was war denn da jetzt gerade drauf? Stimmlich bin ich leider auch noch nicht so ganz auf der Höhe, weil, ja, ich bin angesteckt worden, habe ich ja, glaube ich, jetzt schon mehrfach erwähnt. Es wird einfach nicht besser und vermutlich nächste Woche sogar noch schlechter, weil mein Freund schon angedroht hat, mich nochmal anzustecken mit einem anderen Virus. Ja, mal sehen, was jetzt dabei rumkommt. Weil er ist nämlich auch krank. Und meine Erfahrung zeigt, wenn er krank ist und wir ja sowieso schon mal krank sind, dann ist es meistens so, dass wir entweder was richtig Heftiges noch von ihm abkriegen, weil unser Immunsystem ist ja sowieso schon geschwächt, beziehungsweise meins ja wegen dem Gendefekt sowieso seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Oder Jahrzehnten, besser gesagt. I found something. A recipe. Puff Budgie. Keine Ahnung, was das ist, aber sieht ganz lecker aus. Ja, und da hilft das natürlich nicht, wenn man dann zwei verschiedene Viren auf einmal gerade bekämpfen muss. Das, ja. Schwarzkümmel. Den haben wir auch schon länger, glaube ich, nicht mehr gesehen. Also gut, vor ein paar Tagen haben wir es noch gesehen. Aber ansonsten davor, glaube ich, schon länger nicht mehr. Können wir hier den großen... Ja, wir können hier den großen angeln. Würde ich sagen, machen wir das auch mal eben schnell. Damit ich mal wieder zwischendurch so ein paar habe, die ich dann immer wieder machen kann. Ich habe es ja noch nicht aufgegeben, dass ich gerne noch ein Schaf hätte. Und da wir Montag haben, normalerweise müsste ich... Hier ist nichts mehr, okay. Normalerweise müsste ich es dann hinkriegen, heute bei ihm einkaufen zu können. Und da brauche ich dann doch wieder einiges. Deswegen nämlich auch der Fisch. Ja, hier ist auch nochmal ein großer drin. Ich glaube... Nee, eben waren, glaube ich, zwei kleiner drin. War das gerade Einbildung oder lief da jetzt gerade einer hinter mir rum? Beim Auswerfen. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht auch so ein Schmetterling gewesen sein, der da rumgeflogen ist. So, die Mine müssten wir aber auch zwischendurch machen. Das heißt, zu viele Fische darf ich nicht fangen. Sonst haben wir nämlich nicht mehr genug Ressourcen für die Mine. Um unsere Tiere müssen wir uns natürlich auch noch kümmern. Die Türe sollte dabei aber nicht aufgehen, so rum. So, nochmal zwei Hühnerfedern, sehr schön. War das Kikerifi? Habe ich jetzt gerade richtig gesehen? Ja, genau. Ich finde diesen Namen irgendwie immer noch genial, ich weiß auch nicht. Nur diese eine passte halt nicht so. Ich nehme jetzt den ersten, den ich jetzt hier erwische. So, Flügelspiel. Eigentlich bist du ja voll, ne, von den Herzen her. Eigentlich muss ich hier... Achso, so rum. Eigentlich muss ich ja gar nichts mehr machen. Ich weiß nicht, ob ich die Farbe noch ändern kann. Nee. Wobei, die Hühnerfedern würde ich nicht bekommen, wenn ich sie nicht streicheln würde. Also so oder so müssen wir es sowieso machen bei jedem Huhn.
Nugget ist auch bald voll, das ist auch schön. Hallo, könntest du mal aufhören, durch deinen Gumpel durchzulaufen hier? Oder eigentlich sind es ja, wie gesagt, alles Weibchen, das sind ja Hühner. Beatrix, ha? Nicht so hochnäsig sein hier. Ich weiß nicht warum, aber den Namen Beatrix verbinde ich irgendwie mit Hochnäsigkeit. Ich weiß nicht, ob ich jemanden kannte, der so hieß, der dann hochnäsig war. Wenn ja, kann ich mich nicht dran erinnern. Ich entschuldige mich hiermit auch schon mal bei allen, die mir jetzt zuschauen und Beatrix heißen. Ja, Wolle. Ja, Schnee. Achso, Schneeflocke. Das war ja mein erstes, genau. Wo ich irgendwie noch gedacht habe, dass ein braunes Schaf weiß werden könnte. Ich habe keine Ahnung, warum. Also irgendwie habe ich mich da vertan. Mitternacht habe ich sehr schön gewählt, wie ich finde. Weil das Schaf ist schwarz. Also nicht das Schaf habe ich sehr schön ausgewählt, sondern den Namen habe ich sehr schön ausgewählt. Und beim dritten bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, wie das überhaupt heißt. Hallo? Mary. Ja gut, Mary has a little lamb, ne? Das hatte, oder die hatte aber ein weißes Schaf, glaube ich. Oder wie war das? Ich kann mich auf jeden Fall noch dran erinnern. Meine Kuh. Butterblume. Ja, die treue Kuh mit den braunen Augen. Nein, ich meine nicht mich damit, ich meine wirklich die Kuh damit. Oh, die guckt immer so süß, wenn man sie am Streicheln ist. Oh. Okay, hat nur zwei Milch gehabt heute, ist aber nicht schlimm. Entschuldigung, ich musste gerade mal durch dich durch. Wir haben jetzt fast 10 Uhr, dann könnten wir eigentlich direkt schon mal rüber. Wenn die arbeiten, sollten die um die Uhrzeit schon da sein. Wesley, mein Liebster, ich bin da. Shelby's a tough nut to crack. He hardly mentions the past, but I can sense he's led a unique life. Our elders live on through their stories, so I'm going to keep trying. Hm. Ja, ich wollte übrigens noch herausfinden, was er eigentlich noch mag. Das habe ich total vergessen. Da müsste ich eigentlich noch ein... Achso, die haben jetzt alle zu, oder was? Nur er ist da? Hallo? Ist auch alles zu. Na gut. Was wirklich am schlimmsten ist, ist diesen Goblin da rechts zu kriegen, wenn sie nicht arbeitet, weil da weiß ich überhaupt nicht, wo die ist. On occasion, I am tempted to reveal my identity to the rest of you humans. But then I remember how downright odd humans are. That League of the Mind, for example. Who would believe in that nonsense? I didn't realize you kept up with the news in Fairhaven. I don't. Wesley is our eyes and ears. Liga des Verstandes, was sind das für ein Schwachsinn? Zephyr is so much like her ancestors, but very different. She's more interested in humans than they ever were. Ja, ist doch schön. Könnte daran liegen, weil sie sich in die Ärztin verknallt hat, aber ich sag mal nichts dazu. Ja, natürlich hat sie geschlossen. Brauchen wir gar nicht weiter zu gucken. Wir finden sie ja eh nicht. Dann gehen wir erstmal wieder zurück. So, ja genau, wegen Vogelfutter, wegen, ach so, halt, bevor ich das mache, muss ich aber noch eben gucken, dass ich diesen einen Herbstzauber mache, weil wir ja bald Herbst machen müssen, ne? Haben wir jetzt alles dafür da? Nee, Papier und Tinte darf ich jetzt nochmal neu machen, ja super. Okay, machen wir da mal wieder... 5 Stück von Papier. Ist zwar nicht so schön, weil ich gar kein Holz mehr geholt habe, aber ist auch nicht schlimm. Wenn wir da nochmal welches machen. So. Und das Gute daran ist ja, es geht schnell. Ach so, Moment. Ich habe keine Trauben, damit ich Wein machen kann. Ne? Schade. Schade. Okay. Dann... Das Wichtigste, einmal der Herbstzauber. Und was brauche ich nochmal? Regentiergestalt, Temposchub. It's empty. Glaskugeltrank. I'll need to brew some crystal ball potion. Okay, Glaskugeltrank ist es dann aber. Es ist kein Glaskugeltrank. Das ist der hier. Da brauche ich jetzt noch einmal rote Farbe für. Haben wir genug Zeug da, dass wir rote Farbe... Achso, das ist Kupfer, ne?
Okay, machen wir jetzt nochmal einen Glaskugeltrank. Zack. So, du brauchst 10 Stunden. Ja, dann sind wir aber wieder mitten in der Nacht. Das werden wir heute nicht mehr schaffen. Aber ich will auf jeden Fall noch das zweite herausfinden von Wesley. Das definitiv. Genau. Und dann werden wir jetzt erstmal nach unten gehen. Und werden mal gucken, ob wir jetzt endlich bei dem Typen was kaufen können. Weil so langsam wird es da doch ein bisschen... bisschen eng mit dem Futter. Ja, er ist ausnahmsweise mal da. Sehr schön. Hat ja nicht so die beste Arbeitsmoral. Oh, wir können auch mit ihm sprechen. Your poor animals must be having a hard time. I've been buying jugs of water from Lena's general store. Luckily, I had some leftover capital from my initial investment budget. It won't last for much longer, though. Und ich kann noch mal normal mit ihm sprechen, okay? How serious are tick bites? I've kind of got this rash, but I get rashes all the time. Sorry, TMI. Okay, dann gucken wir jetzt mal, dass wir noch mal ein Schaf holen. Habe ich doch nur Platz für, will ich hoffen. Here is your animal. Now, what would you like to call her? Marshmallow, das ist auch ein geiler Name. Peter, Olive, nee, die Namen sind scheiße. Ich sag Marshmallow. Marshmallow. Well, that's not what I would have called her, but suit yourself. Ja, perfekt. Dann würde ich gerne... Moment, bevor der mich jetzt da wieder rausschmeißt... Oh, ich habe tatsächlich nur noch 10-mal Hühnerfutter. Oh, okay, da kaufen wir dann nochmal 30 neue. Und nur noch 16. Dann machen wir 24. Dann haben wir da 40. Oder ich mache nochmal 10 mehr. Also ich bin mir nicht so sicher, dann hält das zumindest ein bisschen länger. Dann sind wir da nicht ganz so auf ihn angewiesen. Nee, verkaufen will ich keins. Genau, ein Hühnchen möchte ich noch. Here is your animal. Now, what would you like to call her? Picker, Nugget, Polly. Polly ist... Ach, was war denn Polly immer? Das war doch kein Huhn, oder? Ach nee, Polly war ein, nicht Kakadu, ja, ich komme gerade nicht drauf. Ein großer Vogel, Ara. Ich nehme mal einfach Picker, würde ich sagen. Nugget hatte ich doch schon, ne? Oder was war, wer war Nugget? Oder hatte ich keinen Nugget? Aber Picker hört sich gut an. Plucker. Mhm, that's exactly what I was thinking. Ja, yeah, ne? Meine ich doch auch. Okay, kann's gehen, wir kümmern uns drum. So, man muss dich einfach lieb haben, weil du siehst noch klein und unschuldig aus. Vor allem guckt ja auch noch total scheel irgendwie. So, mit dir das Gleiche. Wir müssen dich auch nochmal kurz füttern. Eigentlich hätte ich ja jetzt jedes Mal eins mehr nehmen müssen. Ich weiß, ich weiß. Damit das dann wieder die richtige... die richtige Anzahl hat. Oh, das, die hier wuseln aber auch die Tiere rum. Das ist schon abartig, wie viel das ist. Okay, jetzt haben wir es endlich mal geschafft. Jetzt sind wir sehr gut aufgestellt. Ja, dann schauen wir mal. Er ist jetzt wieder runtergegangen. Ach, wenn du gerade schon mal hier stehst, ne? Oder hier rumläufst. Das hört sich jetzt doof an, aber dann mache ich jetzt die 50 wieder voll. So. Dankeschön für Ihren Besuch. I think all Fairhaveners have a little magic in them. Even the non-witches. They ooze something unique. Ja. Können wir jetzt... Ja, wir... Oder? Doch, wir können jetzt die Bären holen. Da habe ich nämlich auch schon drüber nachgedacht. Weil wir ja, ich glaube, in der letzten Folge die anderen Büsche wieder gemacht haben. Und ich mal irgendwann ja so doof war und das vergessen hatte. Der zeigt mir das nur mit dem Ritual an, ne? Das müssen wir sowieso noch machen. Hier fehlen uns immer noch 3, aber wir kriegen ja schon seit Wochen nichts mehr. Ach so, genau, da fehlt uns noch einer. Und wir müssen noch 3 Sachen finden in der Mine. Dafür muss ich aber weiterkommen, deswegen möchte ich auch nicht so viel von der Ausdauer jetzt hier verbrauchen. Ach, mit dir kann ich reden. Ah, okay, verstehe. Hi, Thomas. Well run muddy again?
It's out. I already checked yours, and it's out too. What? Like, out, out? Nothing to do but hope fall comes soon. Things are getting pretty bad. Better help the coven turn the season as soon as I can. Ja. Das normal möchte ich jetzt nicht mit dir reden, Thomas, weil, ne? Du bist eh so der große, verschwiegene Typ. Du willst ja sowieso mit niemandem reden, denke ich mal. Nein, also es soll jetzt auch nicht abwertend hochklingen. Wo kommst du denn schon wieder her? Ich war doch gerade auch schon hier. Bruno, turn me on to fishing. I never thought I'd be a fishing sort of woman. Ja, und warum bist du jetzt hier? Eieiei. Da haben wir noch was. Kai, du sollst arbeiten, nicht am Strand rumlungern. My mom asked if I was eating. I told her that as long as Sophia's around, I am. Ja, und wenn die nicht da ist, dann kommst du einfach zu mir. Dann mache ich dir auch was Leckeres zu essen. So, ich denke mal nicht, dass wir doch... Erstmal wieder hier vorne am Strand. The higher levels in the mine are pretty picked over, but you might get lucky. If you really want silver or gold, though, you'll need to go deeper. Ja, das ist richtig. Auf Level, wo sind wir denn jetzt? 15 oder 16, glaube ich, haben wir jetzt auch nochmal Gold gefunden. Allerdings auch nur ein oder zwei Stücke. Also nicht wirklich viel, wo man was mit anfangen kann. Aber ich meine, immerhin, ne? Also, ich meine, hier können wir auch nochmal was kaufen. Hä? Ich denke, wir sollten nur mit zwei sprechen. Hi, Lena. Hi there, Tara. Heard the wells in the countryside have run dry. I do have water to sell, but I apologize for the price. Milkwater knows we're desperate and they are charging what they please. Ugh, I hope this will all be over soon. Until then, I'll have a new shipment of bottles every few days. Things are getting pretty bad. Better help the coven turn the season as soon as I can. Ja, weiß ich, weiß ich. Werden wir auch machen. The new rancher really picked an unlucky moment to move in. Animals need so much water. He's come by every day asking for more, but I only get so much from Milkwater, and I've got to save some for the humans. Echt? Nö. Gibt einfach alles den Tieren. Dann sind zwar keine Menschen mehr da, die die Tiere irgendwie, füttern können und so, aber ist doch nicht ganz so schlimm. Moment, wir gucken jetzt nochmal kurz. Haben wir irgendwas, was wir so überflüssig haben, was wir vielleicht verkaufen könnten? Ja, Eier habe ich eigentlich immer überflüssig, ne? Moment, ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Achso, da oben rechts, ja doch. Ich sehe es. Ja, da geht schon. Oh komm, ich habe gedacht, zwei reichen. So, perfekt, diese Gegenstände sind jetzt zum Kauf erhältlich. Trauben und auch Traubensamen. Oh, wie geil, wie geil, wie geil. Trauben kann ich zwar wahrscheinlich jetzt sowieso wieder nicht in der Jahreszeit machen. Auf zum Shoppen. Doch, Trauben kann ich aber. Oh, Wesley, du bekommst demnächst nochmal Wein. Ach, scheiß drauf. Wir machen ein bisschen mehr. So, dann komme ich nicht unter die 6000. So, was ist das? Wasserflasche. Oh, muss ich jetzt echt eine Wasserflasche kaufen, um was bei mir zu gießen? Ist das so gemeint? Andererseits muss ich dazu sagen, wir haben ja nichts mehr zum Gießen. Wir haben ja jetzt alles geholt, weil wir jetzt eh die Jahreszeit beenden wollen. Im Gartenbeet und warte 8 Tage. Kann nicht angebaut werden. Ja, warum sagt ihr mir dann nicht einfach... Achso, da unten. Wachsen im Herbst. Ja, perfekt. Dann kann ich die demnächst dran machen. Sehr, sehr geil. Dann komme ich morgen nochmal wieder, wenn du dann arbeitest. Well, looks like I'm officially on vacation. Whether I like it or not. I hope I can reopen soon. I start to miss my regulars after a while. Things are getting pretty bad. Better help the coven turn the season as soon as I can. Ich weiß, ich weiß. Ne, Moment. Das Normale haben wir noch nicht gesprochen. Emmy and Finn's drink stand always makes my day. Maybe they'll take over the bar for me when they're old enough. So. Ach so, das war der letzte. Okay, brauche ich gar nicht mehr nachzugucken. Sehr schön. Kim. Hat bei dir noch jemand irgendwelche Schmierereien dran gemacht? At this point, I've explored every nook and cranny in this town. Somehow, though, surprises still pop up.
Okay. So. Ja, bloß nicht weiterlaufen, genau. So, sie hatte schon gesprochen. Er ist ja eh immer am gleichen Ort hier. Mit ihm können wir auch nochmal sprechen. Hä? Ich denke, das ist abgeschlossen. Bereite das Herbstritual vor. Wieso können wir jetzt trotzdem nochmal mit ihm darüber reden? Hi, Cameron. Hi there, Tara. I thought you could use this. Oh, wow. Oh. Thank you so much. It's important for the League to give back to this community that has welcomed us with open arms. If you're ever in need, come by the Consciousness Center on Wednesdays and Sundays, and I should have more to give out. At least for the time being. The League's charitable funds are a finite resource as well, truth be told. Things are getting pretty bad. Better help the Coven turn the season as soon as I can. Sorry if I look distracted. I was just thinking about how I can help my flock better follow their paths. Nature is a great teacher. Okay. So. Dann, Moment, sie ist da. Mit ihr habe ich schon lange nicht mehr gesprochen. Aber ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz zum Werkzeugschuppen, damit wir alle dann auch noch mal direkt angesprochen haben. Finn's decided he wants to knit Lena's dad a pair of socks. Now, he could use a project, and I'm sure Marcus would love him, but I'm just not keen on introducing Finn to pointy objects right now. Dann gehen wir noch mal zu ihr und gehen hier oben noch mal diese ganze Reihe durch. Andererseits, ja, wir haben 20 vor 1. Eigentlich haben wir genug Zeit, noch mal kurz den Wald zu inspizieren, ne? Weil dann haben wir nämlich hier diese Ecke auch schon mal gemacht. Ah, perfekt. Heute, wo ich sowieso dahin muss, da kann ich die auch wieder nehmen. Sehr schön, sehr schön. Komme ich hier natürlich auch noch Schluck auf. Nee, ich will nicht angeln, ich will nachher noch zur Mine, deswegen... So, hier sieht es aber auch irgendwie sehr rar aus. Mit dir müssen wir, glaube ich, nicht mehr sprechen, oder? Zeig mal deine Herzen. Nö, brauchen wir nicht. Okay. Ah, goblins have always been a stalwart bunch. Zephyr's proof of that. Das war ja nicht... Oh, Moment. Warte mal. Warte mal. Aber nee, der hat ja kein Unkraut. Der hat ja... Da kann ich höchstens Alraunen und so kaufen. Ja, nee. Wobei, Alraunen brauche ich auch. Die kaufen wir trotzdem mal mit. Und Disteln habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Die kaufen wir auch mal mit. Weil für irgendeinen Trank, ich weiß nicht mehr, wofür es war, brauchten wir die nämlich. So... Wenn ich das dann erledigt habe mit der Mine, dann muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich noch mal ein paar Bäume abholze. Weil ich habe das Gefühl, dass das Unkraut nur dann kommt, wenn die Bäume weg sind. Aber vielleicht ist es auch nur so ein Gefühl. Vielleicht stimmt das auch gar nicht. I became a teacher because I believe that children are our future. Oh, so do you have any kids? No, no way. I mean, not yet. Kids are great. I love kids. Ja, ja, wie sie immer wieder um Fassung ringt. Gut. Oh, einen so schönen Tag hat sie geschlossen. Now, we mustn't panic. Everything will be fine. No one is panicking. Just keep calm. One must keep a level head to figure out a solution. You don't happen to have one, do you? A solution. Not yet. Sorry. Things are getting pretty bad. Better help the Coven turn the season as soon as I can. My wife, Vanessa, is an amazing teacher and First Lady of Fairhaven. She's too good for me! I'm kidding. Why? Have you heard anyone say that? Ach ja, ach ja. Ach, mit dem haben wir sowieso schon das Herz voll. Mit ihm brauchen wir auch nichts. Können wir noch mit irgendwas... Nö. Achso, er war ja nicht da. Müssen wir mit dir nochmal mit der Gießkanne sprechen? Können wir zumindest. Hören wir uns mal an, was sie zu sagen hat. Hi, Natalia. Oh, I've been thinking of you. If you haven't seen Cameron already, he's given out water to those in need. Oh, that man really is just a blessing to this community. Things are getting pretty bad. Better help the Coven turn the season as soon as I can.
Okay, ja, dann würde ich sagen, dass ich jetzt offline noch mal ein bisschen in der Mine weiterarbeite. Ich werde euch das natürlich reinschneiden, sollte ich irgendetwas in der Mine Wichtiges finden. So, hier haben wir nämlich nichts. Die Blumen. Wenn ich die Jahreszeit ändere, muss ich ja die Blumen rausnehmen. Ich gehe mal stark davon aus, dass die im Herbst nicht mehr, also ich weiß bei Farm auf jeden Fall, dass die im Herbst dann nicht mehr blühen. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt wegen dem Honig, aber ich nehme die auf jeden Fall mal raus. Weil bevor die mir da alle kaputt gehen, das sehe ich dann auch nicht ein. Und es ist ja nachher soweit, also am Ende des Tages. Dann werden wir auf jeden Fall auf den Herbst umschalten. So. Es tut mir leid, ihr lieben Bienen, dass ihr dann auch nicht weitermachen könnt. Ich werde jetzt erstmal in die Mine reingehen und wie gesagt, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich in der Mine fertig bin oder vielleicht zwischendurch dann auch nochmal kurz, falls ich Minenschlüssel finde oder ähnliches, dass ihr da auf dem Laufenden seid. Und danach sehen wir uns auf jeden Fall im Wald wieder, wenn wir den Herbst einleiten werden. Bis gleich. Hey, this looks like a key to the next level. Yes, endlich. Dann schauen wir auch direkt mal nach, was so im nächsten Level zu finden ist. Da müssten ja jetzt auch theoretisch wieder neue Kisten kommen. Wenn ich denn da überhaupt hinfinden würde. Also wie ihr seht, wir haben fast alles von diesen Vorkommen gemacht. So. Was zur Hölle? Okay. What's inside? I cannot see. I'll open you up and set you free. Meine Herren, nach eingehender Untersuchung konnten wir keine Anzeichen unautorisierter Eindringlinge in der Mine feststellen. Der Arbeiter, der von der Sitzung ungewöhnlicher Aktivitäten berichtet hat, wurde zur medizinischen Untersuchung an einen ansässigen Arzt überwiesen. Ich hoffe, dass die Angelegenheit damit erledigt ist. Mit freundlichen Grüßen, John Alden. Okay, zwei Stück fehlen uns noch. Also ich hoffe, dass wir noch auf dieser Ebene eine Kiste finden und dass wir noch einen Zauber haben, womit wir die überhaupt öffnen können. Oh, sieht das klasse aus hier. Wieso können wir die nicht einfach abbauen? Ich wollte gerade sagen, kann man das? Aber das war was dahinter. Da ist noch eine. What's inside? I cannot see. I'll open you up and set you free. Ein Energierubin, okay. Ja, stimmt, das hatte ich vergessen. Das heißt, wir müssen noch zwei Ebenen letztendlich machen, wo wir dann noch zwei Sachen finden. Oder hatten wir jetzt, ich weiß es gerade gar nicht, Moment. Ja, zwei müssen wir noch finden, genau. So, hier ist die Tür und ja, ich werde jetzt nochmal für den Rest der Energie ein bisschen arbeiten und wir sehen uns dann gleich im Wald wieder. So, es ist nach 7 und wir sind angekommen, also im Wald angekommen. Schnappen wir uns nochmal ganz schnell die Mondblumen hier und dann hoffe ich, dass wir genug Zauber übrig haben. Wobei, theoretisch können wir das ja auch wieder auffüllen. Reden wir nochmal mit allen einmal. Your grandmother never approved of the masks outside of rituals. She wasn't really the shrinking violet type. And I suspect you're not either, are you? It took me ages to get this far in the coven. But don't give up. You'll get the hang of it. Hallo? Ich bin ja quasi schon fast durch hier. I'm trying to convince Violet to help me out with some cocktails. Her potions are always flawless. The past is wrapped up with the future. Understanding one unlocks the other. Ja, dann machen wir uns mal auf, den Herbst einzuleiten. It's time to change the season. Are you ready for autumn? I'm ready. Let's do this. Wonderful. Everyone, take your positions.
By this flame, and by this sacred sign, be this the essence of the divine. We call the spirits of the harvest. We call forth the healing power of water. Once again, we turn the wheel of the year. We say farewell to the maiden summer. And we welcome autumn. What happened? Was it a vision, Farseer? The town is soon to be beset by a dark force. What dark force? Did you see who it was? I couldn't see it clearly, but it's the same. It's the vision that first brought you here, isn't it, Farseer? We've long known this day would come. What day? What's happening? We'll discuss this later. The Farseer must rest. We all should get some sleep. We will need all our strength to prepare for what lies ahead. Okay. Als Belohnung erhalte ich Magie-Erhöhen-Zauber. Okay. Eine Zauberformel, die deine Magieleiste dauerhaft verlängert. Okay. Like storms that make the river sing. Fill my magic from the spring. Und wir müssen scheinbar nichts machen, sondern sie hat es selber schon gemacht. Das ist ja cool. Our ways must seem foolish and secretive to one who has not grown up in the coven. A little. We must wear disguises, we must meet in secret, and we must be careful of who we let into our order. To fail in these duties is to invite scrutiny from others. Then there's fear. Fear is dangerous and in the wrong hands, a weapon. It has always been this way. Ja, sie weiß leider, wovon sie redet. Okay, mit denen kann ich jetzt auch gar nicht mehr reden. Dann, ach so, das ist wieder aufgefüllt. Ja, dann brauchen wir das auch nicht mehr zu machen. Dann würde ich mich schon mal verabschieden. Ich sag schon mal gute Nacht. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Is it time for bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.